wirklich kein Ding, sich zu entwickeln, an sich selber zu arbeiten, sich selber wirklich kennenzulernen oder zu lernen, was auch immer Sie lernen möchten, ist wirklich kein Ding. Und weil die Idee ist natürlich auch, dass mein Ding ist mein Bewusstsein, ist meine Erfahrung, ist wer ich bin, wie ich mich entwickelt habe, wie ich mich ausdrücke, wie ich mich gebe, wie ich reagiere, wie ich mich fühle. Wer ich bin, das ist mein Ding. Auf der anderen Seite ist natürlich dein Ding, ist dein Ding, ist dein Bewusstsein. Deine Erfahrung, was du davon gelernt hast, wie du dich entwickelt hast, deine Weltanschauung, wie du dich gibst, deine Vorlieben, deine Abneigung, all das, das bist du, das ist dein Ding. Und so ist das für jeden einzelnen Menschen in der Welt. Wenn ich dich kennenlerne, wenn ich dein Ding sozusagen, mich dem gegenüber öffne, dir gegenüber öffne, deine Realität an mich heranlasse, dann sehe ich, dass dein Ding ist wirklich mein Ding, ist ein Ding, ist unser Ding, ist die menschliche Erfahrung. Und das ist wirklich kein Ding.